Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. Wir sind im Bereich Marketing, ganz offensichtlich. Und in diesem Video geht es um eine Art, ich betone das, um eine Art, Kaufentscheidungen voneinander abzugrenzen aus Marketing-Gesichtspunkten. Man könnte auch sagen, Kaufmotive voneinander abzugrenzen. Denn wenn man die Kaufmotive des Kunden kennt, dann kann man entsprechend argumentieren und die Informationen aufbereiten. Und das ist der Hintergrund für diese Strukturierung. Ich orientiere mich dabei an einer Art Online-Lexikon, das da heißt Welt der BWL, das wirklich gut ist. Und aus diesem Online-Lexikon habe ich diese Art der Strukturierung entnommen, die ich jetzt präsentiere, möchte aber betonen, dass es viele Abgrenzungen hier gibt, viele unterschiedliche Vorgehensweisen und viele unterschiedliche Begrifflichkeiten. Also, Kaufentscheidung. Wie kann eine Kaufentscheidung sein? Sie kann einmal sein extensiv. Sie kann sein limitiert. Ich erkläre das gleich alles. Limitiert. Sie kann sein habitualisiert. Und sie kann sein impulsiv. So, was heißt das? Extensiv, limitiert, habitualisiert und impulsiv. Fangen wir mal an mit dem impulsiv. Das lässt sich am schnellsten abhandeln. Das sind die Spontankäufe. Die Spontankäufe aus dem Bauch heraus, die Impulskäufe, die oft mit Kauf von Süßigkeiten zusammenhängen. Ja, also das ist sicher immer ein gutes Beispiel. Oder sich ein Eis am Stiel kaufen, weil man irgendwo einen Impuls bekommt, durch ein Bild zum Beispiel. Und von einem Eisstand und es ist heiß und man sieht ein Bild von einem Eis und bekommt ganz plötzlich spontan, impulsiv diese Neigung, dieses Eis zu kaufen. Ja, also impulsiv bedeutet, das ist der Spontankauf, der Impulskauf. Ja, und hat oft mit Genussmitteln zu tun, also mit Süßigkeiten, mit Eis am Stiel und ähnlichen Dingen. Möglicherweise auch der Impuls, eine Tasse Kaffee haben zu wollen. Also wenn diese Dinge gewisse Suchtstoffe enthalten, dann kann man sehr leicht, die Psychologen nennen das Triggern, kann man sehr leicht bestimmte Dinge triggern, bestimmte Reaktionen triggern, also zum Beispiel Speichelfluss im Mund oder die Sucht nach einer Zigarette oder nach einer Tasse Kaffee. Das sind alles im Prinzip Impulskäufe. Springen wir ganz nach links, extensiv. Was ist eine extensive Kaufentscheidung? Eine extensive Kaufentscheidung dreht sich um Z, D, F, um Zahlen, Daten, Fakten und zwar wirklich sehr ausgeprägt. Deswegen heißt das hier extensiv. Eine sehr ausgeprägte Informationsbeschaffung, eine sehr abgewogene Entscheidung und das macht man, ja, wenn man ein Haus kauft, wenn man ein Auto kauft, ja, also wenn man auch wirklich sich bindet oder höhere Geldsummen investiert, als jetzt zum Beispiel für dieses Eis, ne, bei einem Autokauf zum Beispiel, dann werden dort Fachzeitschriften studiert und Testberichte gelesen und Freunde befragt und vielleicht sogar Fremde befragt. Ne, ich habe das schon mal erlebt. Ich bin mal hatte mal eine etwas ungewöhnliche Automarke und da hat mich mal jemand angesprochen, ob ich mit diesem Auto denn zufrieden sei. Er würde auch überlegen und so weiter. Also offensichtlich gibt es auch das, dass man Fremde anspricht. Also extensiv. Ja, möglichst viele, viele Informationen besorgen, vergleichen natürlich. Ne, ganz wichtig, nicht nur Zahlen, Daten, Fakten besorgen, sondern auch sehr intensive Vergleiche machen, Testberichte, ne, wo ja diese Vergleiche schon gemacht
sind konsumieren und vielleicht sogar Auswahlverfahren verwenden, ne, wie zum Beispiel das Scoring-Modell, ne, eventuell Scoring-Modell. Ja, Sie wissen, das Scoring-Modell ist ein Punktbewertungsverfahren, mit dem man die qualitativen Faktoren abbilden kann, die bei einem Autokauf natürlich eine große Rolle spielen. Das Image der Marke, das Gefühl, das Fahrgefühl, ja, und so weiter und so weiter. Das sind Dinge neben Preis und von mir aus Benzinverbrauch und die Stärke des Motors und der Wendekreis und diese ganzen Zahlen, Daten, Fakten, ne, sind das eben auch diese qualitativen Faktoren, von denen wir so viel reden in der Betriebswirtschaftslehre. Und dann wendet man vielleicht sogar ein Scoring-Modell an. So, dann haben wir limitiert. Das machen auch einige Leute. Und zwar, wenn wir ein ganzes Spektrum haben von Produkten, nehmen wir an, jeder Punkt hier sei ein Produktangebot. In der Unterlage, die ich hier vorliegen habe für dieses Video, ist das Beispiel, ich übernehme das einfach mal. Wie gesagt, Quelle ist Welt der BWL, ein Online-Lexikon, das, wie ich finde, gut ist. Da geht es um Rotweine. Ja, und jeder Punkt stellt hier dar, eine bestimmte Rotweinart, und von links nach rechts wird der Preis immer größer, höher. Ne? Es wird immer teurer. Die Rotweine werden immer teurer. Und das Beispiel ist, dass jemand sagt, ich limitiere meine Kaufentscheidung auf dieses Spektrum hier. Das sei von mir aus zwischen 5 Euro und 8 Euro pro Flasche. Ne? Das ist das Beispiel, das ich jetzt hier übernommen habe. Man limitiert also von vornherein das Auswahlspektrum. Das meint limitiert. Limitiert heißt begrenzt. Und was wird begrenzt? Begrenzt wird von vornherein das Spektrum der Auswahl. Ja, wenn man sagt, also Rotweine, meine Güte, da gibt es so viel, das verwirrt mich jetzt total. Ich konzentriere mich auf dieses Preissegment zwischen 5 und 8 Euro. Warum? Da bin ich immer gut mit gefahren, da habe ich keine Enttäuschung erlebt. Also warum soll ich das ändern? Warum soll ich einen billigeren Wein versuchen? Da wird mir möglicherweise schlecht. Und warum soll ich einen teureren Wein versuchen? Da zahle ich mehr Geld und schmeckt genauso gut wie das Segment, in dem ich bisher war. Das ist die limitierte Kaufentscheidung. Dann habitualisiert bedeutet natürlich, man muss es nur übersetzen, das ist der Gewohnheitskauf. Der Gewohnheitskauf. Und dieser Gewohnheitskauf ist antrainiert worden und äußert sich dadurch, dass man immer zu einer bestimmten Marke greift. Gewohnheitskäufe und Markentreue gehen in der Regel Hand in Hand. Wer eine Marke immer wieder kauft, der macht das in der Regel aus Gewohnheit. Und Sie wissen, wie schwierig es ist, Gewohnheiten abzulegen. Ja, deswegen steckt hinter der Markenpolitik von Unternehmen eben schlicht und einfach solche Gewohnheiten zu trainieren beim Konsumenten. Denn wenn man weiß, dass der Kunde ohne nachzudenken im Supermarkt ins Regal unsere Marke greift, dann haben wir natürlich einen gewissen Umsatz schon mal sicher. Wir müssen um diesen Kunden nicht mehr einzeln kämpfen, sondern wir wissen, dass der überhaupt keine richtige Entscheidung mehr fällt. Also hier haben wir einen Widerspruch. Wenn wir sagen, hier oben steht Kaufentscheidungen, dann widerspricht das hier diesem Gewohnheitsverhalten. Denn Gewohnheit ist keine Entscheidung mehr, sondern ist ein automatisierter Prozess. Und wenn man die Leute dann nachher fragt, warum hast du das gemacht, dann können die da so recht auch keine Antwort geben. Außer weiß ich auch nicht und war immer so und habe ich immer so gemacht und hat sich bisher bewährt und ich denke da nicht mehr drüber nach. Ne? Es ist also im Grunde das Gegenteil einer bewussten Entscheidung. Aber natürlich für den Anbieter von Produkten sehr, sehr attraktiv. Ne? Das steckt oft hinter der Markenpolitik, ist eines der Motive von Markenpolitik, Kunden zu binden.
und Kunden zu Gewohnheitskäufern zu machen. Okay, das sind, oder sagen wir so, das ist eine Möglichkeit, Kaufmotive oder auch Kaufentscheidungen voneinander abzugrenzen. Extensiv, limitiert, habitualisiert und impulsiv. Es gibt hier andere Schemata. Dieses Schema finde ich ganz gut. Ich finde, es erfasst die wesentlichen Punkte. Mir fällt jetzt auch nichts ein, was vergessen wurde. Ja, von daher ist das Schema gut. Aber wie gesagt, es gibt andere. Es gibt sicher auch Schemata, wo man 5 Kriterien hat oder wie auch immer. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.